gut, dann gehe ich eben halt runter. Ja, super. Gut, dass ich angerufen habe, gell? Ja, ja. Ja. Ich gehe gerade in den Loop. Die Zeit sagt, ich bin tausend grün und leuchte in vielen Farben. Was Rose Ausländer in ihrem Gedicht Frühling zum Ausdruck bringt, setzt die Künstlergruppe Tausendgrün auf Papier und Leinwand um. Im Begabtenförderkurs für Menschen mit Unterstützungsbedarf gibt es individuelle Begleitung, den Raum, das Material und nicht zuletzt die Zeit dafür, eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Setz dich mal hin und guck, ob es passt. Bitte, ja, so. Passt so? Ja. Ja, was? Sollen wir es jetzt wieder runter machen? Ja, bitte. Ja, du musst dich nicht entschuldigen. Was ist denn dein Blumen? Ja. Was ist das? Was ist denn, ja? Schau mal. Da hast du ja schon alles voll gemalt. Wie wär's denn da drüben ja, vielleicht nochmal? Ja. Ja, genau. In der Kunstwerkstatt entstehen in ganz eigenem Tempo und ohne Leistungsanforderung Arbeiten, die eine unverwechselbare persönliche Handschrift tragen. Das Angebot, eigene Sinneserfahrung zu machen, Fähigkeiten zu entwickeln bzw. wieder zu entdecken, wird gerne angenommen. Ihren Weg, tausendgrün in vielen Farben zu leuchten, finden die Künstler meist intuitiv. In vielen Farben leuchten auch die Bilder von Hermann Müller. Seine Arbeiten entstehen aus dem Bedürfnis heraus, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, sich über das künstlerische Tun mitzuteilen, auf einer Ebene jenseits der Sprache. Ganz oben, jawohl, super. Die Kurse in der Kunstwerkstatt sind nicht als Therapiemaßnahme zu sehen. Sie begleiten und fördern vielmehr die künstlerischen Talente. In kreisenden Bewegungen bestimmt Katja Dlocic immer wieder aufs Neue das Geschehen auf der Leinwand. Konzentriert geht sie dabei vor. Geordnet und ruhig geht alles vonstatten. Auf diese Weise beginnt sich die farbige Spur ihres Pinsels mehr und mehr zu verdichten. Sie ist ganz bei sich, bei ihrem Tun, taucht nur kurz daraus auf, um rasch wieder zu versinken in ihre farbenfrohen Bilderwelt. Auch Anna von Westerholt vergisst den Raum um sich. Mit Worten mag sie sich nicht gerne ausdrücken. Die Malerei ist ihre Sprache. Stetig wiederholt sie den bogenförmigen Schwung, scheint dabei einem inneren Rhythmus zu folgen. Unbeirrt trägt sie die leuchtende Acrylfarbe auf, zieht den Betrachter hinein in ihre ausdrucksstarke Farbenwelt. Die Bilder der jungen Künstlerin Amanda Fust haben ihren ganz besonderen Charme, strahlen Freude und Lebendigkeit aus. Schon beim Zuschauen hebt sich die eigene Stimmung und es kommt einem der Satz von Paul Klee in den Sinn: Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.
Das wird auch dann deutlich, wenn die Künstlergruppe Tausendgrün ihre Arbeiten in einer Ausstellung präsentiert und damit das kulturelle Leben in Schwäbisch Hall bereichert. Das Motto »Mittendrin« bezieht sich nicht nur auf den Ausstellungsort im Herzen der Stadt, sondern auch auf das Anliegen, Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Bei der Vernissage freuen sie sich gemeinsam mit ihren Gästen über die gelungene Präsentation der Kunstwerke. Der Verkauf sichert zum einen den Fortbestand der Gruppe, kommt aber auch den Künstlern selbst zugute, damit es für sie weiterhin heißen kann: Die Zeit sagt, ich bin tausendgrün und leuchte in vielen Farben.